Die müssen wirklich jeden Euro umdrehen. So was Ungerechtes gibt es in keinem anderen Staat, nur in Deutschland. Fragen Sie mich nicht. Schönes Land geworden. Das ist einfach unsensibel. Das ist unsensibel. Wie viel Rente bekommst du im Monat? 4,5. 800, ja. So 3.000. 900 Euro. 3.200 Euro brutto. Und ich bin Beamter. 4.500, das ist jetzt ja doch schon mehr als der eine oder andere. Woran liegt das? Witwenrente und Beamter. Und Beamter. Jetzt gibt es viele, die sagen, warum bekommen Beamte so hohe Renten und ich als Privatmann nicht? Wieso? Ja, ich bezahle aber auch mehr Abgaben. Ne? Ja. Private Krankenversicherung ist schon allerhand. Und ich finde es nicht richtig, dass die Beamten gar nicht in eine Krankenkasse einzahlen oder in eine Rentenversicherung. Und das finde ich ungerecht. Naja, also ich denke, eine Besteuerung für Beamte ist insofern problematisch, als Beamte ja auch gewisse Rechte nicht haben, zum Beispiel Streikrecht, zum Beispiel solche Dinge, dass sie nicht machen dürfen und dass sie beispielsweise, wer Lehrer ist oder Universitätsprofessor oder wer auch immer beim Staat ist, Richter oder was auch immer, insofern finde ich das schon einigermaßen gerechtfertigt, dass die da nicht mit herangezogen werden. Sonst müssen wir auch, also gleiche Rechte, gleiche Pflichten. Ich würde mal sagen, bei uns war das so früher, die Beamte, oder ich war früher bei der Armee, die haben weniger verdient als in Zivil. Ja? Und dann für einen Ausgleich zu machen, aber die, wenn sie Rente bekommen haben, mehr Geld bekommen. Hm. Aber jetzt, wie ich sehe, die Beamte bekommen eigentlich mehr Geld als in Zivil und trotzdem, Arbeit ist Arbeit, ob das jetzt bei den Behörden ist oder bei der Armee, Polizei oder Feuerwehr, dann muss das für jeder das Gleiche sein. Dann muss die Rentenkasse jetzt nach dieser Zeit abgeschafft werden. Ja, ich gönne es den Beamten eigentlich nicht. Die sollen auch einzahlen und sollen ihre Beiträge abgeben. Warum sollen die das nicht? Warum sollen die anderen das? Wenn sie älter werden, kriegen sie immer wieder Erhöhungen. Und wenn sie heiraten, kriegen sie Erhöhung automatisch. Also die haben schon viele Vergünstigungen. Haben schon ein gutes Leben. Haben jetzt Vergünstigung, auch nochmal zum Thema Steuern. Da sagen ja viele, die schreiben bei uns Doppelsteuer. Das ist ein großes Thema. Das heißt, du bezahlst ja schon auf das, was du einzahlst in der Rentenkasse Steuern. Ja. Dann geht's raus zu dir wieder und du musst nochmal Steuern zahlen. Im Prinzip eine Doppelsteuer. Haben Sie davon schon mal gehört? Ja, da habe ich von gehört, aber da kann ich nichts drüber sagen. Die Rente nicht so hoch ist, bezahlen sie auch keine Steuern. Ach so, das heißt, bezahlen Sie keine Steuern? Ich bezahle keine Steuern. Naja, also dass man insgesamt viel zu viel Steuern zahlt, das ist unstrittig. Und man zahlt ja zum Teil für einzelne Produkte wirklich x-fach Steuer. Also wenn man sich vorstellt, man zahlt zunächst einmal für sein Gehalt kläglich Einkommensteuer. Von diesem versteuerten Geld tankt man dann zum Beispiel. Dann zahlt man hier eine Mineralölsteuer, die ist kläglich. Das kostet ja mehr als die Hälfte, was das Benzin kostet. Dann gibt es noch die Mehrwertsteuer, die oben drauf kommt, etc. etc. Und wie gesagt, dass man verschiedene Produkte und auch Wertschöpfungen und so weiter x-fach versteuert. Also dass das ja nicht eine Steuer ist, sondern dass man schon versteuertes Geld nochmal versteuert und dann nochmal versteuert etc. Und das, meine ich, ist schon zu viel. Finde ich so per se erstmal nicht. Nein, nicht. Gibt es vielleicht auch nochmal als abschließende Frage auch Forderungen ans Rentensystem oder jetzt an den Rentenchef, wo Sie sagen, das muss geändert werden? Also es geht ja, also ich sag mal dazu, es geht ja um die Generationengerechtigkeit. Und wir sind jetzt nun der Boomer-Jahrgang, Jahrgang 64 und jünger bis 60 oder älter vielmehr. Und da geht es doch einfach darum, damals wurde dieser Generationenvertrag geschlossen. Und wenn man da heute dran rüttelt, dann bricht alles zusammen. Also die Leute, die heute so einfache Lösungen fordern, die gibt es nicht. Die gibt es einfach nicht, weil wir jetzt haben ja nicht für unsere Rente eingezahlt. Das müssen die Jungen machen. Also Sie bezahlen meine Rente. Genau. Und wenn man da heute dran rüttelt, das muss ja ganz anders passieren. Nö, was soll denn verändert werden? Na, im Moment ja manche, die vielleicht sagen, mehr Rente, weniger Steuern. Weniger arbeiten, das sagen die meisten. Aber da bin ich nicht mit einverstanden. Sollen alle viel arbeiten, dann kriegen sie auch viel Rente. Wenn einer sagt, ich habe nur eine kleine Rente, hat er auch nicht voll eingezahlt sein Leben. Genau, das muss man sich nämlich auch immer, finde ich, noch mal fragen, auch an die Zuschauer, weil ja häufig steht hinter so einer geringen Rente, das sind ja immer die, die sich am meisten beschweren, ja, weil sie so wenig bekommen. Aber ich kann mich doch nicht beschweren, nur weil ich halbtags gearbeitet habe. Oder auch ganz lange habe ich geringfügigen Job gehabt. Ging aber nicht, weil ich meine Kinder ja erziehen musste. Deswegen
habe ich jetzt weniger Rente. Also das finde ich jetzt nicht so gut, aber was will man machen, ist so. Ich kann doch nicht alles verändern. Was ich finde, ist in einer Zeit, wo man jeder, wo der Staat enorm sparen muss aufgrund von dem Verfassungsgerichtsurteil, wo ja der Haushalt nicht genügt hat, dass ich es in so einer Zeit extrem unsensibel finde, wenn sich die Minister, einschließlich Bundeskanzler Scholz etc., selber die Gehälter im Monat um rund 1.000 Euro erhöhen. Das finde ich einfach unsensibel. Das kann man machen in Zeiten, wo man genügend Geld hat, aber das finde ich total unsensibel. Und dann auf der anderen Seite von den Normalbürgern verlangen, du sollst es aber zahlen. Ja, erstmal, die sagen immer, die Rente ist sicher, 48% vom lässt sich los ungefähr. Mhm. Wenn man sieht, in Frankreich ist es 80%, bei uns in Belgien ist es 75%, in Spanien ist es auch relativ hoch, und in Österreich auch. Das ist ja relativ hoch, das heißt im Prinzip vom Lohn bekommt man dann noch 80%. 80% oder in Frankreich, in Belgien 75 ungefähr und in Spanien auch. Ja? Das heißt in Deutschland hier 48%, und der macht so ein großer Tamtam, ein Show, dass er da, wir kriegen Rente irgendwann so viel Prozent, ja. Mhm. Wenn man so sieht, ich habe das hier auch, wenn jemand zum Beispiel einen Durchschnitt hat von 4.500 Euro verdient, 45 Jahre lang, dann bekommt er hier eine Rente von 1.900 Euro brutto. Mhm. Stellen Sie mal vor. Die Renten müssen angehoben werden, mhm. Es muss das Beamtentum abgeschafft werden, alles in eine Rentenkasse rein, dann würde wahrscheinlich eher eine Gleichberechtigung stattfinden. Es muss doch, wenn ein Mensch immer gearbeitet hat, eingezahlt hat, muss es doch möglich sein, dass er im Alter wirklich ordentlich versorgt wird, ohne dass er bis auf seinen letzten Cent sich entblößen muss. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Ich muss sagen, wirklich dieses Rentensystem, die Einzahlung in die Rentenkassen, dass das einheitlich wird. Ja. Und dass das vielleicht sogar gesetzlich verankert wird, auch für Selbstständige. Dann gibt es im Nachhinein kein großes Theater. Ja. Für die Selbstständigen, wir haben nie einzahlen können. Ja. Jetzt haben wir kein Geld, jetzt brauchen wir Sozialhilfe. Gesetzlichen Krankenkassen. Wissen Sie, das müsste dann schon vom Gesetzgeber gesagt werden, halt mal jeder, der berufstätig ist, egal ob Freiberufler oder Angestellter, muss in die gesetzliche Krankenkasse, Rentenkasse einzahlen. Ja. Oder Krankenkasse, je nachdem. Das wäre auch notwendig generell für das zukünftige, für die zukünftige Generation. Da hätte man im Nachhinein dann wirklich den Druck weg. Ja. Auch der Selbstständige. Und wenn das Geschäft nicht läuft, dann muss ich aufgeben. Alles rausgelassen? Das dauert zu lange. Ja, zu viel rauslassen wollen wir auch nicht. Dann vielen lieben Dank. Wo können wir dann? Können Sie mal Oper was vorsingen? Kurz? Man betreif Farfalone Amoroso, Notte Ciarlo di Tarlo Cirando.